Na? Den schauen wir mal. So, wo sind wir denn eigentlich? So, finde die übrigen Notenblätter. Tja, würde ich mal sagen, wir müssten eigentlich in der zweiten Etage, ne? Was hier los? Gibt's hier sonst irgendwas Cooles? Hier liegt doch noch ein Zettel drin. Seite von Isaacs Tagebuch. Was hat er denn, der Isaac? 22. Oktober 1897. Es ist alles vorbereitet für die Probe am heutigen Abend. Die Zylinder und die große Orgel sind bereit für das Experiment. Ich habe angeordnet, dass sich das gesamte Personal in der großen Halle versammelt. Schließlich ist es nicht einfach, viele Testpersonen zu finden. Wir sind überzeugt davon, dass die Zylinder die gewünschte Wirkung bei den Testpersonen zeigen werden. Abraham versichert mir, dass meine Tochter Elizabeth ebenfalls zugegen sein und das Lied so singen wird, wie es ihre Mutter vor ihr getan hat. Glaube ich. Da auf dem Tisch. Sind wir denn hier? Da. Schleichen hier schon wieder überall rum. Nun gut. Okay. Was habe ich getan? Das ist eine gute Frage. Oh, was haben wir hier? Okay. Ja gut, dann nehmen wir halt den Weg, ne? Ist da schon wieder irgendwo eine Spieluhr? Ich höre sie so. Da ist er. Hier ist schon mal nicht. Okay. Nun gut.
Zum Aufzug, dann wäre das vielleicht ganz sinnvoll. Das war hier, denn da. Und dann erstmal nach oben fahren. Nun gut, dann schauen wir mal. Und wir sind wieder im Eingangsbereich. Hey. Keiner mehr hier. Hey, hier ist gar keiner. Psst, sei ruhig. Muss erst einmal hochfahren. Thomas! Ja, bleib doch mal locker. Beruhigen Sie sich, hohe Frau, beruhigen Sie sich. So, jetzt muss ich mal gucken, welcher Stock war das? Erster Stock. Lang. Na, wir mal. Jetzt kommt auch noch einer. Na. Oh, Junge. Da war eine Wärme. Ach, hier so eine Falle drin. Oh. So das Licht jetzt aussehen. Irgendwas cool, spannend, interessant. Okay. Wie war jetzt nur die Spieluhr? Nun. So, wo fehlt uns denn sonst noch was? Ah ja, hier ist ja auch noch was. Zwei Stück. Na gut, dann gehen wir da auch noch mal schnell hin.
Schnell weg hier. So, zweiter Stein. Lelelelele, der zweite Stock und so. Sag mal, rennt der Groß hier immer noch rum? Dann lese ich auch dazu sein, oder? Gerade. Und dann da rum und dann da rum. Laufe! Oh. Ich bin starr, das ist bestimmt ein Bug. Der sollte nämlich eigentlich ja außer Gefecht sein, ne? Speichern. Ja, verschwinde mal. Ja, oder kommt wieder, das geht hoch. Ist ja richtig lästig. Und der hier rumschleicht, obwohl der eigentlich hier nicht rumschleichen sollte. Was haben wir denn? Durchgang zum Geheimraum. Die Statue weist einen Grundschluss auf. Die Statue gleitet von Eingang zum Geheimraum weg. Grundschlüssel nötig für den Zugang Geheimraum. Grundschlüssel befindet sich in der Mundhöhle. Zum Fahrstuhl muss man hier. Oh Junge, na, da kann ja heiter werden.
Achso, nee, halt, warte mal. Wir müssen noch eben tiefer fahren. Jo, hier sind welche. Thomas? Ja, ja. Bleib mal ja schmeidig. Das Suhl ist ja unangenehm. So, dann müssen wir hier hinten. Hier war so ein Durchgang, ne? Zu mir rein. Zu der Statue, die da hinten ist. Da müssen wir auch wie lang? Hier. Dann da rum oder hier und dann. Schauen wir mal, wie viele Leute jetzt hier rumwuseln. Oh ja, speichern halte ich für eine gute Idee. Da sehe ich mich. So, nur für den Fall der Fälle. Türen hier auf und zu gehen. Richtiger Verkehr hier. Auf der Hotelautobahn. Das ist aber. Das sieht ja richtig romantisch aus hier. Oh. Notenblatt. Na, den jetzt auch nicht mehr so gut, ne? Schau sie dir an, da hängen sie alle. Und das Hotel so ja noch. Schön, schön, schön. Und da drüben müssen wir noch leider unten hin. Bin noch bloß ein bisschen neugierig. Schauen wir mal. Und dann brauchen wir eigentlich. Eigentlich müssen wir jetzt alle haben. Rede bei der großen Orgel mit Elizabeth. Jawohl. Na, dann machen wir mal. Dann reden wir mal mit Elizabeth. Ja, immer wieder zurück. Mein Kleiner, mach mal den Job. Knirsch, Knarz. Überall quietscht und knarzt und die Türen hier auf und zu.
So, da vorne durch und dann ab zur Oil. Und schauen wir mal, was geht. Ja, komm her. Wer baut denn so eine riesige Orgel einfach hier so hin? Thomas, my love, hey, du lebst ja noch. You're safe. I had to flee the attic. I've been hiding from them ever since. But we must hurry. Do you have the cylinders? Ja, klar. Ah. Ja, ich vertraue dir, hier hast du die Zylinder. Nein, ich traue dir nicht. Ich werde das Gegenlied spielen. Ich habe noch nicht alle Zylinder. Denk mal, dass ich vergessen habe, dass du so ein bisschen durchgedreht bist, ne? Und hier, das Gegenlied muss man spielen. Das ist wichtig. Gut, jetzt lacht die auch noch. We shall end all this madness and disharmony and gain control of the siren's song for ourselves. Bring order to them. What are you doing? No! Thomas, you don't understand. We must... Alter, jetzt beruhig dir mal. Thomas? What am I doing? The counter song, yes. Misery and suffering. To free this thing and my family from this curse. Da hängt sie da oben drinne, das arme Ding. Tut mir leid, wollte ich nie. Flieg, kleiner Vogel, flieg! Genieß deine Freiheit. In the light, new harmony was found. Old chains were broken. And in the aftermath of the song's end, a new one began. Was long. Hey. Coole Sache. Ja, Hundi lebt. Hundi. Ach schön. Ein Happy End. Wer hätte das gedacht? Nach all den Strapazen. Hui. Wir haben sie gerettet. Wir haben das Hotel gerettet. Und den Hundi haben wir auch noch gerettet. Was haben wir denn hier? Statistik. Ja, Statistiken sind immer superst hoch.
Schwierigkeitsgrad normal. Gespielte Zeit 5 Stunden und 24 Minuten. Musikstatuen 17 von 20. Dokumente 24 von 30. Phonographen 15 von 15. Anzahl Speicheraktionen 41. Eingesteckte Schläge 17. Anzahl der Heilungen 10. Anzahl der Gerätnutzungen 5. Und Tode 7 mal Sturm. Ach Leute, ey. Was soll ich sagen? Das war ja mal wieder eine richtige wilde Reise. Huiuiui. Aber ein schönes Ende. Ein Ende mit Happy End, Junge. Schön. Finde ich gut. Leute, ey. Das war mir wieder ein Fest, diese Reise. Und falls ihr da so richtig Bock drauf habt, auf so ein Game, ne? Dann holt euch so eine Games selber und spielt die mal selber. Es macht so viel Spaß, ne? Ja. Ansonsten danke ich euch für jeden, der hier noch mitgeschaut hat, ne? Und wir sehen uns, wie immer, bei der nächsten Reise. Und bis dahin, habt viel Spaß und lasst euch gut gehen. Tschüss.